Wir stehen hier bei unserem größten Tunnel, dem Rheinufertunnel. Der ist insgesamt 4 Kilometer lang, hat also 2 Kilometer Ausdehnung mit 2 Strecken. Und wir befinden uns hier am zentralen Betriebsgebäude des Tunnels. Kann man auch als Herzen dieses Tunnels nennen. Wir gehen gleich in den Tunnel rein, beziehungsweise in das Betriebsgebäude und sehen die zentrale Leittechnik. Ja, das ist der Serverraum. Hier kommen wirklich alle Informationen von der Nachrichtentechnik, von der Elektrotechnik, von der Brandmeldeanlage, von den Kameras. Hier kommt alles zusammen und wird gebündelt in der sogenannten zentralen Leittechnik. Also das ist wirklich der Computer, der dann alle Informationen auswertet und die Auswertung dann halt für den Betrieb des Tunnels halt zur Verfügung stellt. Ja, wir befinden uns hier vor dem Mittelspannungsraum. Da wird halt der Strom, der uns angeliefert wird, auf die erforderlichen Kapazitäten, die wir brauchen, runterformiert. Das fängt an von Telefonen, die wir im Tunnel haben, über Beleuchtung, über Belüftung, über CO-Messung, Strömungsmessung. Wir haben 80 Videokameras im Tunnel. Alles, was wir hier im Tunnel haben, braucht Strom. Ja, und dafür sorgen dann halt diese Räume hier. Wir sind jetzt hier in einem Raum, in dem sich ein Axialventilator befindet. Der saugt die Luft an aus den Ausfahrten dieser Tunnelbereiche und drückt sie direkt an die Luftoberfläche oder an die Erdoberfläche, damit der Tunnel halt im Ereignisfall, im Brandfall von Rauch freigehalten werden kann. Ja, wir befinden uns hier in den Betriebsgängen zum Tunnel und hier werden halt die ganzen Kabel aus diesen Serverräumen und aus den Betriebsräumen wirklich zum Tunnel führen, zu den einzelnen Komponenten, die dort verbaut sind. Insgesamt sind in dem Tunnel 120 Kilometer Kabel verbaut, Nachrichtenkabel und Energietechnikkabel. Und man hat bei diesem Tunnel nahezu erstmalig in Deutschland diese Kabel nicht auf den Beton aufgebracht, sondern man hat Leerrohre verlegt. Und man sieht halt, wenn man durch den Tunnel durchfährt, eigentlich nichts von dieser Technik, von dieser Kabel-Thematik. Und für den Tunnel Nutzer, da sieht das wirklich aus wie ein Tunnel, der eigentlich techniklos ist. Dieser Tunnel ist einer der Hauptverkehrsstraßen der Landeshauptstadt Düsseldorf. Insgesamt fahren 62.000 Kfz pro Tag durch den Tunnel. Also dieser Tunnel, der ist deswegen so besonders, weil er wirklich 16 Ein- und Ausfahrten hat, 16 Portale. Der Tunnel ist ein Doppelstocktunnel in Teilbereichen. In Teilbereichen liegen die Fahrbahnen nebeneinander. Also es ist wirklich so, dass die Fahrbahnen untereinander, übereinander hergehen, in alle Himmelsrichtungen. Und das ist schon außergewöhnlich in Deutschland.